Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Aufgabe 1 auf Übungsblatt 7 an. Und in der heißt es eben, dass wir zusätzliche Informationen zu unseren Artikeln in oder für den Shop zur vergoldeten Rose eben bereitstellen sollen. Und wir haben hier eben die Punkte: Kleidungsstücke sollen eine Größenangabe von XS bis XXL bekommen, sowie eine Anzahl Taschen haben. Und genau, das werden wir jetzt auch mal machen. Das Erste, was wir quasi sozusagen machen müssen, ist, dass wir hier ja das Interface iArticle haben. Und wir haben hier eben auch den Standardartikel, der eben für diese Qualität hier zuständig ist. Den Artikel selbst ist erstmal bloß Name, Qualität und verbleibende Haltbarkeit definiert. Und wir werden jetzt diesen Standardartikel eben einmal ersetzen oder erweitern, indem wir hier eben sagen, wir machen eine Klasse namens Kleidungsstück, machen hier ein oder leiten hier von Standardartikel eben ab und sagen hier eben zusätzlich noch, dass es eine Anzahl an Taschen gibt. Stellen wir uns natürlich von Visual Studio aus und im Setup passen wir eben auf, dass der Wert, der hier reinkommt, nicht kleiner als 0 ist. Wahrscheinlich auch ungewöhnlich, wenn eine Rüstung mehr als 100 Taschen hätte, aber da müssten wir dann sozusagen selber nochmal genauer drüber nachdenken, was denn hier Sinn machen würde. Und dann möchte ich eben noch eine Größe haben. Das können wir, glaube ich, sogar automatisch generieren. Und hier machen wir eben aus dieser Kleidungsgröße eine Enum. Warum mache ich das? Weil hier im Text steht XS bis XXL. Ich persönlich nehme jetzt eben an, dass das fest ist. Das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern, dass es diese Größen gibt. Und deswegen können wir die hier einfach aufführen. Hier dann sozusagen S, M, L, XL und XXL. Schieben wir das dann noch in eine eigene Datei. Und schon haben wir unser Kleidungsstück fertig. Hier eben mit Vererbung gelöst. Und wir können eben jetzt sagen, dass unsere Geschicklichkeitsweste ein Kleidungsstück ist. Und wir können diese zusätzlichen Angaben, die wir eben noch brauchen, hier hinten machen. Wir haben die Anzahl Taschen gleich 4 und die Größe, die wir für dieses Element haben, ist XL. Wir können das auch einfach Kleidergröße nennen. Dann haben wir es, glaube ich, ein bisschen besser benannt. So, als nächstes gibt es hier eben die Angabe, dass wir hier ein Elixier haben und wir sehen hier eben, die haben eine gewisse Größe. Das heißt, das nächste, was ich mache, dass ich ein Elixier hier ableite. Das möchte ich von Standardartikel einfach jetzt mal naiv ableiten. Und wir haben hier eben einfach eine Größe
eigentlich ähnlich wie beim Kleidungsstück, bloß dass es hier eben keine Kleidergröße ist, sondern eben eine Anzahl in Milliliter. Und wir können hier eben ebenfalls die Größe zurückgeben. So. Und im Setter können wir ebenfalls wieder überprüfen, if value kleiner als 100. Entschuldigung, nicht kleiner als 100, kleiner als 0, dann Argument out of range exception. Hier können wir eben sagen, die Größe ist gleich dem Wert. Was wir zusätzlich machen können, ist, dass wir Konstanten einführen für diese Größen, die uns schon bekannt sind. Das heißt, wir können eben sagen, klein, die Integergröße wäre dann eben 200. Ich glaube, Mittel war 400 oder normal, groß, riesig und super size könnte kommen. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht mit aufführen. So, schieben das wieder in eine eigene Datei, genauso eigentlich hier das Kleidungsstück, und jetzt kann ich genauso wieder die Anpassung machen, dass ich hier eben sage, ich habe hier gar nicht mit angegeben, welche Größe hier dieses Elixier des Mungos hat, aber ich kann zumindest jetzt mal sagen, dass das eben ein Elixier ist. Und wir können hier eben jetzt noch die Größe angeben, beispielsweise so, wir sagen jetzt mal, oder nehmen mal an, dass es ein großes Elixier ist. Dann sagen wir hier eben noch, dass wir hier die Hiebstich- und Fernschaden eben in der Waffenart mit angeben wollen, und wir sollen eben auch noch eben das Material angeben, was hier als Griff angegeben ist, und sollen hier eben ein Minimal- und Maximalschaden mit angeben. Auch das machen wir noch. Dazu schauen wir jetzt in den legendären Artikel, weil das unser einzige Klasse ist, in der wir eben zurzeit ein Schwert haben. Wir machen hier also eine Ableitung Waffe, die wir eben vom legendären Artikel ableiten können. Und wir haben hier eben jetzt, ich muss nochmal kurz spicken, Hiebstich und Fernschaden. So, erstellen uns hierzu eine neue Enum. Auch das wird sich wahrscheinlich nicht großartig ändern. Das heißt, wir können hier eben sagen, Hiebschaden, Stichschaden oder eben Fernschaden. Wenn wir beispielsweise einen Bogen hätten, schieben das wieder in eine eigene Datei. Und dann haben wir noch das Griffmaterial, was wir brauchen. Auch hier erstellen wir uns wieder eine neue Enum. Man könnte jetzt zwar sagen, das könnte sich doch auch mal ändern, aber auch hier habe ich sozusagen eigentlich eine Einschränkung gemacht.
Hier könnte man wirklich argumentieren, ob man nicht vielleicht einen String nimmt, so wie wir das eben bei der Elixiergröße gemacht haben. Aber im Prinzip war ja auch diese Aufgabe so gedacht, dass man mal ein bisschen näher mit Enums eben in Kontakt kommt, wobei sie natürlich auch nicht wirklich schwierig sind. Wir können hier eben sagen Holz, Silber, Gold und wir hatten noch eins, Metall. Dieser Form schieben auch das wieder in eine eigene Datei und fertig ist unsere Waffe. Das heißt, wir können hier eben sagen, wir haben diese Waffe hier und wir haben hier die Schadensart. Das ist natürlich Stichschaden, wenn wir ein Schwert haben. Und das Ding sollte aus Gold sein. Ich habe natürlich noch eine Sache vergessen. Nämlich, dass ich hier eben sage, dass ich hier den Minimalschaden und den Maximalschaden mit hinzufüge. Auch hier müssen wir eigentlich ein bisschen genauer sein, das heißt, ich mache das mal zu einer Eigenschaft mit Feld und hier müssen wir eigentlich darauf achten, dass der Minimalschaden kleiner ist als der Maximalschaden. Ich überlege bloß gerade, wie wir das eigentlich machen, weil es soll ja nicht verboten sein, dass wir erst Minimalschaden setzen und kurz darauf den Maximalschaden. Ich glaube, ich lasse es doch erstmal so, wie es ist. Das würde sonst etwas ausarten. Also man kann das natürlich machen. Ich erläutere nochmal ganz kurz das Problem genau. Wenn Minimalschaden gesetzt wird, sollte ich eigentlich darauf achten, dass dieser letztendlich kleiner ist als der Maximalschaden. Aber es kann ja vorkommen, dass eben ein neues Objekt erstellt wird, dann wird der Minimalschaden gesetzt auf 100 beispielsweise. Zu diesem Zeitpunkt ist der Maximalschaden noch 0. Wenn ich hier wirklich rigide vorgehen würde, würde ich dieses 100 eben vermeiden oder verbieten, das sofort zu setzen, beispielsweise indem ich eine Exception auslöse. Sollte man in diesem Fall aber nicht machen, davon würde ich wirklich abraten, weil man sollte es möglich oder die Möglichkeit dalassen, dass der Nutzer bei bestimmten Sachen temporär falsche Werte drin hat. Wir würden dann sozusagen hier noch eine Eigenschaft Fehler mit einfügen, die dann eben anzeigt, dieses Objekt ist noch fehlerbehaftet, nämlich der Minimalschaden ist beispielsweise höher als der Maximalschaden. Ich kann das jetzt nicht als richtiges Objekt in unser System mit überführen. Aber man sollte es nicht grundsätzlich verbieten, dass man temporär eben sagt, der Minimalschaden ist jetzt 100 und dann erst in der nächsten Aktion wird der Maximalschaden beispielsweise auf 150 gesetzt. Anders ausgedrückt, wenn ich mir eben hier eine neue Waffe erstellt irgendwo, spaßeshalber mal. Und ich mache erst das und dann danach eben das. Dann sollte hier bei dieser Zuweisung keine Exception fliegen, bloß weil der, Entschuldigung, hier sollte natürlich Maximalschaden stehen. Bloß weil der Maximalschaden hier bei dieser Zuweisung noch 0 ist und dann eben für diese eine Anweisung das Waffenobjekt in einem inkonsistenten Zustand ist. Also hier sollte man in diesem Fall eigentlich vermeiden, eine Exception auszulösen. Okay. Dann haben wir das auch. Wir können dann eben sagen, dass wir sehen hier eben Schaden 111 bis 134. Auch das müssen wir natürlich noch eintragen. Und
111 und 134. Und, ach, 143, Entschuldigung. Müssen wir das noch schnell ändern? So. Und das nächste, was wir jetzt eben machen können, ist, dass wir uns nochmal hier die Lebensmittel eben anschauen. Und wir schauen uns jetzt mal hier erst diesen besser werdenden Artikel an. Der ist hier unten. Und wir haben hier auch noch einen verzauberten Artikel und wir haben eben jetzt das Problem, dass die Informationen, die in diesen beiden Klassen stecken, eigentlich zusammengehören. Ist aber relativ einfach. Wir können das durch Komposition lösen, indem wir jetzt eben sagen, mehr oder weniger, dass wir eben hier beim besser werdenden Artikel hier direkt eine Liste einfügen. Einfach eine List of String. Das sind eben die Zutaten. Und genauso müssen wir das eben beim verzauberten Artikel machen. Beide referenzieren jetzt eben eine List of String und in beiden können wir jetzt sozusagen hier die Zutaten mit hineingeben. Und das machen wir einfach gleich mal hier, wenn wir alle Sachen erstellen. Wir haben hier eben diesen Brie und können hier jetzt eben noch hinzufügen, dass wir gerne, jetzt muss ich bloß mal kurz spicken, ich lege das mal auf meinen zweiten Bildschirm nebenan, damit ich davon leicht abschauen kann. Das heißt, wir können jetzt hier eben für diesen uralten Brie Zutaten festlegen mit einer neuen Liste. Und in dieser Liste stecken eben die Werte drin. Pasteurisierte laktosefreie Milch. Und Penicillium mit Doppel-L Camemberti. Das ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne beim Heraussuchen, der lateinische Name für den Schimmelpilz, der tatsächlich im Camembert eingesetzt wird. Und ich glaube, ein Brie ist ja nur eine Camembert-Art. Damit haben wir das. Und wir haben natürlich ja noch den verzauberten Artikel. Auch hier können wir das wiederum einsetzen, indem wir hier eben sagen, ich brauche erst ein Komma. Die Zutaten sind eben wie folgt. Das waren, glaube ich, einige mehr. Wir haben hier eben Eier, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Apfelstückchen, Mandeln und natürlich Mana-Elixier. So. Damit haben wir das. Wir haben jetzt sozusagen die Klassen so abgeändert, dass wir sie mit diesen Zusatzinformationen ausstatten können.
Der Punkt ist aber, irgendwie haben wir durch diese Hinzufügung dieser Informationen irgendwie ein bisschen die Klassenhierarchie eigentlich durcheinander gebracht. Also es ist jetzt noch nicht optimal, so wie das Ganze aussieht. Bemerkbar wird das eben, indem wir hier die Zutaten sowohl in dieser Klasse als auch im besser werdenden Artikel hier festhalten mussten auf einmal. Obwohl man eigentlich sagen könnte, wir könnten doch versuchen, eine Klasse zu schreiben, die wirklich Lebensmittel heißt, und in dieser Lebensmittelklasse sind dann die Zutaten mit drin. Der Punkt, der dahinter steckt, den schauen wir uns aber später nochmal genau an. Und stattdessen werden wir uns jetzt einfach noch an den letzten Punkt dieser Aufgabe machen. Und hier steht eben drin, dass wir das Programm so abändern müssen, dass diese Infos mit angegeben werden, wenn alle Artikel angezeigt werden. Und wenn wir uns das nochmal hier so anschauen, dann sehen wir hier eben in dieser Methode gib Artikel aus, dass wir hier eben die Artikel tatsächlich sehen. Und wir haben hier eben diese Filterung von legendären Artikeln, das ist vollkommen okay. Ansonsten wissen wir hier aber direkt, was denn für einen Artikel ausgegeben werden könnte. Und im Prinzip können wir das genauso lösen, wie wir das hier unten für den Artikel auch gemacht haben. Wir sagen einfach console.writeline Artikel.artikelbeschreibung. Und das ist eben eine Eigenschaft, die wir hier definieren, die einen String zurückgeben soll, und wir machen diese eben abstrakt. Das heißt, sämtliche abgeleiteten Klassen müssen jetzt eben hier diese Sachen mit zurückgeben. Wir können es sogar noch ein bisschen besser machen. Wir können in dieser abstrakten Basisklasse, dann nehmen wir das hier nochmal weg, sogar festhalten, dass wir das eigentlich gar nicht als Setter wollen, sondern eigentlich bloß als Getter. Und hier können wir eben eine virtuelle, wir machen das mal virtuell, damit man das vielleicht noch in Subklassen überschreiben kann. Aber prinzipiell geben wir eben erstmal, ich werde mal einen String Builder benutzen. So. Und wir werden zu diesem String Builder eben schon mal bestimmte Sachen hinzufügen. Wie haben wir es denn bis jetzt eigentlich immer gemacht? Den Namen ausgegeben, die Qualität und die Haltbarkeit. Das heißt, wir möchten das eigentlich auch hier haben. Wir kopieren uns das einfach mal alles rüber. Aber nicht in den Standardartikel, sondern in die Artikeldatei. Das heißt, wir rufen hier nicht console.writeline jeweils auf, sondern wir rufen hier eben string-builder.append-line auf. Was ist der String-Builder? Für die, die es noch nicht kennen, der String-Builder erstellt intern keine Strings. Das heißt, wenn man sehr viele String-Operationen macht, werden eben nicht bei jeder Manipulation wirklich ein neues String-Objekt erzeugt. Strings sind ja mutable objects, also unveränderliche Objekte. Das heißt, wenn ich einen bestehenden String zum Beispiel oder zwei bestehende Strings konkateniere, manipuliere ich nicht einen dieser Strings, sondern es wird aus diesen beiden angegebenen Strings jeweils ein dritter gebildet. Beispielsweise.
eben weil Strings nach Erstellung immutable sind. Das heißt, wir können sie nicht mehr ändern. Unveränderlich heißt immutable auf Deutsch. Wie wir es eben auch schon beim Value-Object kennengelernt haben in den vorherigen Videos. Das heißt, wir geben hier einfach direkt die Qualität an und die verbleibende Haltbarkeit. Und jetzt haben wir hier eben tatsächlich eine abstrakte Methode, die heißt füge spezifische Informationen hinzu. Hier machen wir eine Methode, die eben einen String-Builder bekommt und abstrakt ist. Oder zumindest virtual. Naja, machen wir es mal abstrakt, damit wir es sehen. Also man kann jetzt überlegen, macht man das Ganze virtual oder abstract? Aber auf jeden Fall mit Rückgabetyp, sonst macht es nicht viel Spaß. Und das Ganze soll natürlich protected sein. Und am Ende müssen wir noch StringBuilder to String aufrufen. Und innerhalb dieser abstrakten Methoden kann jetzt eben jede Klasse nochmal selbst diese Informationen hinzufügen und ich werde das wirklich virtual machen, damit eine Methode das nicht unbedingt implementieren oder eine Klasse unbedingt implementieren muss, wenn sie das nicht möchte. Wenn hier eben nichts passiert in dieser Methode, ich lasse die Standardimplementierung eben auch leer, dann kann man einfach diese Methode ignorieren und ist vollkommen okay. Das heißt, wir haben, gehen mal zum besser werdenden Artikel und überschreiben jetzt tatsächlich diese Sachen hier und fügen hier jetzt eben noch for each. Wir machen ihn bloß nochmal. Zutat in diesen Zutaten. Hier machen wir eben noch ein StringBuilder.appendLine mit Zutaten Doppelpunkt. Und wenn wir das eben haben, können wir jetzt sagen, dass wir StringBuilder.appendLine mit, der kann, glaube ich, keine Formationen, das heißt, wir müssen hier StringFormat noch einsetzen, in diesem Fall, und hier eben Zutat mit einfügen. Das ist für den besser werdenden Artikel, dann können wir gleich zum verzauberten Artikel kommen. Im Prinzip müssen wir nämlich da genau das gleiche machen. Hier bloß den StringBuilder noch hinzufügen in den Using Statements und sehen hier eben dann, dass wir hier eigentlich genau den gleichen Code brauchen wie in der anderen Klasse und das ist eben ein Verstoß gegen das sogenannte Dry-Prinzip. Wir lassen es jetzt erstmal so und werden in einem späteren Video wieder drauf zurückkommen, warum das eigentlich schlecht ist und warum wir sowas vermeiden sollten. Wir merken uns bloß jetzt mal, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, was objektorientiertes Design angeht. Ja, dann kommen wir zum Elixier. Das heißt, hier müssen wir die Größe machen. Und wir fügen dann einfach bloß StringBuilder.appendLine mit Größe. Ich glaube, das können wir dann noch ändern. Und hier geben wir eben Entschuldigung, die Größe mit an.
in Milliliter. Genau, das muss ich eigentlich auch noch in der Artikelbasisklasse anschauen. Genau, wir brauchen wir jeweils auch noch einen String vom Format. Achso, nee, hier ist eine String-Konkatenierung. Entschuldigung. Habe ich übersehen. So können wir es natürlich auch machen. Und damit kommen wir nochmal zurück zum Elixier. Das sollte jetzt so passen. Wir kommen zum Kleidungsstück. Ach, hier müssen wir natürlich diese Methode überschreiben. Und sagen wir bloß String Builder Append Line mit Anzahl Taschen. Hier können wir ja auch mal wieder eine String-Konkatenierung machen mit eben dieser Anzahl an Taschen. Und hier machen wir vielleicht sogar noch davor die Größe. Und hier können wir dann eben sagen, plus enum getName für eben Kleidungsgröße. Oder wir, ich glaube, wir können sogar einfach Größe.String aufrufen. Ich glaube, auch das sollte funktionieren. Probieren wir es mal aus. Eigentlich sollte es gehen. Okay. Wir haben hier noch den legendären Artikel, der interessiert uns so erstmal nicht. Was wir noch möchten, das ist wahrscheinlich hier diese Klasse Waffe. Wir sagen hier eben dass wir hier die Schadensart haben und natürlich dann auch den Schaden. Wir haben natürlich ein Griffmaterial. So, bei den Tickets haben wir jetzt erstmal nichts geändert. Das heißt, wir müssen diese Sache hier jetzt auch nicht wirklich mit rausgeben. Genau deswegen habe ich eben auch in der Klasse Artikel diese Methode wirklich virtual gemacht. Die wird zwar aufgerufen, aber für den Fall der Tickets wird dann eben kein Code ausgeführt. Ja, dann ändern wir das Ganze noch, indem wir hier eben die Artikelbeschreibung wirklich ausgeben. Dadurch können wir eben uns hier den restlichen Code sparen. Und wir schauen jetzt mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Ob wir schon am Ende angekommen sind. Und wir gucken jetzt mal hier direkt auf die Konsole. Und wir sehen hier, dass wir den Namen noch gar nicht ausgegeben haben. Das sollte ich noch ändern. Wir haben hier eben die Artikel-Basisklasse. Ja.
Und damit kommt der nächste Versuch. Und wir sehen jetzt hier eben schon, das schaut dann deutlich besser aus. Wir haben hier jetzt eben die plus 5 Geschicklichkeitsweste. Qualität 19, Haltbarkeit 9 Tage, Größe XL, Taschen 4. Wir haben hier den uralten Brie mit Qualität 3, Haltbarkeit 1, Zutaten und so weiter. Das Elixier des Mungos, hier haben wir dann eben die spezifische Info für das Elixier. Wir haben hier dieses Schwert, das eigentlich weggelassen werden sollte. Jetzt gucken wir das nochmal an, warum das nicht der Fall ist. Ich kann es mir schon vorstellen, warum. Wir haben nämlich in unserer Programmklasse hier eben geguckt, ob dieses Ding ein legendärer Artikel ist. Und das sollte ich einfach anders machen, wenn wir hier eben auf einem legendären Artikel treffen. Hier wird sozusagen, also ich mache es nochmal ausführlich, das war jetzt viel zu kurz. Hier wird wirklich überprüft, ist dieses Objekt, was wir hier haben, ein legendärer Artikel, direkt von diesem selben Typ. Was wir natürlich noch haben, ist, dass wir überprüfen können, ob es in der Vererbungslinie von legendärer Artikel hängt. Das heißt, ist es legendärer Artikel selbst oder eben eine Subklasse davon. Wenn wir das einsetzen, dann haben wir wieder den Punkt, dass das Sulfuras Schwert eben mit rausgenommen wird. Ja, und es ist jetzt auch weg, wie wir hier sehen. Und wir sehen eben, für die restlichen Sachen sind die Objekte richtig angegeben. Und wir können hier auch sehen, dass wir hier eben die Qualitäts- und sonstige Aktualisierungen genauso haben wie vorher. Ja, damit sind wir am Ende für dieses Video. Ich hoffe, man hat gesehen, auch ich mache nicht auf Anhieb alles richtig. Das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man, wenn man Code schreibt, ist es ein sehr iteratives Vorgehen, dass man eben immer wieder ein kleines Stückchen neue Funktionalität zum Programmcode hinzufügt. Und wenn man zu viel oder zu oft diesen Vorgang wiederholt, verliert man ganz einfach als normales menschliches Individuum den Überblick. Und man muss eben ständig wieder ausprobieren, ist genau das, was ich eigentlich gerade geschrieben habe, noch mit dem in Übereinkunft, was ich eigentlich erreichen wollte. Aber wir haben eben gesehen, wir haben jetzt eine sehr große Klassenhierarchie, das Ganze eben über Vererbung mehr oder weniger gelöst, eben aufgebaut. Wir können uns vielleicht auch noch mal kurz am Ende tatsächlich ein Klassendiagramm erstellen, wo wir sehen, was dann jetzt eigentlich alles im Wesentlichen bei uns dabei ist. Ich nenne das mal Artikelhierarchie und gebe hier eben mal die Artikel, diese abstrakte Basisklasse mit rein und zeige mal alle Klassen an, die eben davon ableiten. Und hier können wir das auch machen, dass wir hier nochmal, ach, besser werden, der Artikel hat keinen. Wir haben aber vom Standardartikel abgeleitet, vom Artikel verzaubert haben wir nicht, aber hier haben wir noch die Waffe abgeleitet. Kann man hier jetzt alles mal aufklappen? Das wäre natürlich auch noch interessant. Gibt es hier nicht Select All? Kann man jetzt sagen? Schade. Geht nicht. Also ich muss hier wirklich kurz alles einzeln mal anklicken und dann Layout Diagram machen. Und wir sehen jetzt eben hier in diesem Diagramm, wie alles zusammenhängt. Wir haben eben diese abstrakte Klasse Artikel, die als Abstraktion für sämtliche Artikel gilt, aber teilweise eben auch schon Elemente vorgibt. Wir haben hier die abstrakte Methode Aktualisiere Qualität,
aber sämtliche anderen Members sind eigentlich schon implementiert. Das heißt, es ist keine pure Abstraktion in Form, wie wir es beispielsweise wie bei einem Interface hätten. Davon haben wir eben diese anderen Sachen hier abgeleitet. Und der Punkt war eben jetzt, dass wir Zusatzinformationen für bestimmte Kategorien eben über Vererbung weiterreichen. Wir haben auch gesehen, so richtig passend ist das Ganze nicht. Wir haben zum Beispiel die Zutaten sowohl hier als auch hier. Wir müssten aber eigentlich noch sagen, dass wir eine Klasse namens Lebensmittel beispielsweise hätten, die eigentlich diese sowohl den uralten Brie als auch den Mana-Kuchen repräsentiert. Das Problem ist eben die aktualisiere Qualität-Methode von diesen beiden ist unterschiedlich und genau diese müsste man eigentlich auseinanderziehen. Darauf werden wir aber nochmal in einem späteren Video, wenn wir uns Designprinzipien und Design Patterns anschauen, genauer eingehen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.